Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aran und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Swain auf der Toplane. Jetzt muss ich erstmal selbst kurz überlegen, weil mich der Flo gerade angeschrieben hat. So. Also, heute mit Swain auf der Toplane. Ja, natürlich ist Shyvana OP, deswegen spiele ich sie andauernd. So, aber jetzt schauen wir hier mal, wie das Ganze so läuft. Ich bekomme es nämlich mit einem Garen zu tun. Er hat des Weiteren in meinem Team Camille im Jungle, Six auf der Midlane, also auch mein Lieblings-Midlaner, Caitlyn als ADC, mein Lieblings-ADC und Tahm Kench als Support. Also quasi alle relativ nach mir ausgewählt. Dann im Gegnerteam Fizz auf der Midlane, Xerath als... Ich bin verwirrt. Nein, Fizz im Jungle, Xerath auf der Midlane, Vayne als ADC und Brand als Support. So läuft's. Xerath auch ziemlich stark im Moment. Bin ich mal sehr gespannt. So, bewege ich mich mal hoch. Ein Garen. Na gut. Wollen wir mal sehen, wie ich mit dem klarkomme. Bis Level 6 wird es nicht so leicht. Und dann muss ich aufpassen, dass ich meine Ult aktiviert kriege, bevor er seine Q reinhaut. Komm. Oh, läuft. Genau das habe ich mir auch gedacht. Oh, so schnell kann ich nicht mal Auto hitten hier. Wie offensichtlich. Ah, kommt da raus. Zwar wirklich recht easy sogar. Oh, er tankt die ganzen Minions. Ah. Oh oh. Da werde ich nicht mehr wegkommen. Oder vielleicht doch. Boah, ich muss blitzen gehen auf jeden Fall. Wie schaut das da aus? Puh. Puh. Knappe Kiste alles. Das sexy Rad auch noch. Alter, was ist hier los? Nein. Das war's jetzt leider mit Six. Doch nicht. Lol. Das will ich. So, und jetzt schnell wieder hoch. Alter, da wird immer noch geprügelt. Kommt Six, Otto-Hit. Er rennt auch noch in die Bomben. Ah. Oh, lol. Was da alles abging. Junge, Junge. Aber 4-1 für unser Team. Sehr schön. Ah, 6-9. Jetzt hat er ihm auch noch einen Red Buff gegeben. Na, natürlich nicht schön.
Jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal defensiv spielen. Ah, da hinten ist der Garen. Puh. Ich bin dir fünf Schritte voraus. Ja, so ist mit dem Farmen mit Swain, muss ich erstmal wieder üben. Das merkt man. 18 Farmen, naja gut, Garen hat gerade mal 14. Wirbelt er erstmal wie ein großer. So, nicht wundern, ich baue als erstes hier gerade gegen Garen Morellos. Sonst kriege ich den wahrscheinlich nie tot. So, und Level 6. Ein Noxia-Bummel. Ich bin dir fünf Schritte voraus. Muss mal warden gehen. Jupp, gehen wir erstmal weg. So, aber als allererstes baue ich doch den Katalysator. So, schön viel Mana. Mana, Mana, Mana. Ganz, ganz wichtig, dass ich die Ult so lange laufen lassen kann. Oh, was geht da unten ab? Was geht da ab? Sylvain. Oh ne, das geht voll in die Hose. Okay, gut gemacht von Six. Wie offensichtlich. Garen pusht weiter. Lassen wir auch mal kurz die Ulti für uns arbeiten. So, reicht. Und wieder warden gehen. Ah, Swain ist ja ein absoluter Late-Game-Bully. Ah, komm ich nicht mehr dran. Oh, nochmal gucken, jetzt kommt bestimmt bald der Gank. Jawohl, Drake ist unser. Fünf Schritte voraus.
bis jetzt sieht das alles ganz okay aus. Ein kalkulierbares Risiko. Jawohl, Caden und Blutrausch. Ah, da geht er flitzen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Unser guter Garen. Ah, come on. Effiziente Strategie. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ah, da kommt er. Oh, Warden gehen. Ich glaube, das hat er sich auch leichter vorgestellt. Kommt da angewetzt. So, ich wollte eigentlich sowieso jetzt erst nur mal kurz zurück in die Base. Und Caitlin regelt. Meine Bestimmung ist klar. Können wir gut mitleben. Wie steht sie denn jetzt, die Gutste? 403. Das ist mal sehr nice. Ich werde die Befehle geben. Ja, wo ist jetzt sein Emote? Der wartet. So, Garen Miss. Ah, da ist er. Fix unterwegs, der Junge. Dann gehen wir nochmal eine Runde Warden. Ich weiß nicht, wo das restliche Gegnerteam steht. Na, so richtig Lust hat er nicht zu fighten. Kassiert auch ordentlich. Okay, Fizz ist auch da. Xerath auch. Genau das habe ich mir auch gedacht. Genau, schmeiß ihm mal eine kleine Bombe vom Kopf, dass er weiß, was los ist. Unaufhaltbar.
So, und ich gehe auch zurück zum Tower. Habe ich auch reingepusht jetzt. Na komm. Und da haben wir es, Morello. Als nächstes baue ich mehr. Ja, gleich erstmal die Boots, dass ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Dann den Stab der Zeitalter und danach das Stundenglas. Auf jeden Fall. So, gibt geile Kalle. Jetzt gibt's gleich Dragonfight. Ne, da ist er. Boah, die Caitlyn, ey, die rasiert. Kam ich noch nicht hinterher. Ohne Boots. Well, am nächsten Drake. Oh weia. Jawohl, da versuchen sie es hier durch den Dschungel. Oh oh. Leider komplett unten. Da ist er tatsächlich weggekommen, der Kerl. Aber jetzt können wir den Tower hier einreißen. Ah, oh, ist wirklich mal nice, was mein Team hier anstellt. Den Tower noch? Klar. Oh Leute, jetzt sollten wir raus. Ich denke, das reicht, was wir hier getrieben haben. 13,5, wirklich starke Teamleistung. Ich bin dir 5 Schritte voraus. Und ich habe meinen nicht gefeedet. Mein Garen hat zwar einen Kill, aber das war ja nicht ich. So, gehen wir mal die Midlane ein wenig pushen. Ein Noxia bummelt niemand. Autsch. So. Schön hochgeheilt wieder. Oh.
Oh, im einen habe ich den meisten Farmen in Game. Ah, lasst sie da alle hinterher chasen, wir versuchen den Tower zu holen. Wollen wir mal sehen, ob wir hier ein bisschen was anrichten können. Gegner porten jetzt erst zurück. Oh oh. Jo. Ne, da muss ich da hin. Ne, ich kann sie aber nicht stoppen. Muss ich erstmal fix back. Ja, das könnte sein, dass die Baron machen. Der Sieg wartet. Oh, ja. Garen Bersi jetzt. Liegt aber bestimmt nicht dran, dass ich ihn gefeedet habe. Oh, 4 Kills jetzt schon. Warte, Six, bin gleich bei dir. Ah, oh Mann. Schnell nochmal das Ignite draufgekloppt. So, ist aber nur einer von den Gegnern tot, wenn ich das richtig sehe. Serat. So, kann ich die Ulte auch wieder ausstellen. Und ich habe meinen ersten Kill. Juhu! Ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich mir jetzt alles hole. Also Geistessicht auf jeden Fall noch Sonjas. Na, schauen wir mal. Oh, oh. Garen will mich. Doch, ich würde sagen, Sonja ist als nächstes. Ich werde die Befehle geben. Ah, jetzt erstmal wieder zu meinem Team bewegen. So weit in Front liegen wir gar nicht.
Obwohl es eigentlich alles so überlegen aussieht. Ich gehe doch hoch auf die Top Lane. Bisschen Split pushen. Ich hoffe, Kimmel begibt sich jetzt langsamer zu den anderen. So. Gehe ich hier mal den Pink Ward kaputt machen. Jetzt muss ich mich auch mal zum Team bewegen. Lol. Okay, okay, okay. Kam die über ihn auch noch mit an. Das war jetzt ein bisschen too much. Will, dass die nicht rauskommen. So. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal zum Blue Buff begeben. Das geht rein, holt sich Ziggs weg. So, und dann gehe ich wieder Toplane pushen. Midlane wird er jetzt eh eingerissen. Oh, die Caitlyn, die ist richtig fett. 10 Kills. Hurricane. Und geist. Fizz in 5 Sekunden wieder da. Der Name braucht noch ein bisschen länger. Das war's mit dem Nap. Caitlyn geht Bot pushen, alles gut. Ich mache hier oben noch ein bisschen Rabatz. Ja, den haben wir. So, einfach mal durchrasiert hier. Ich will hier erstmal kurz abbrechen. Okay. Jetzt müssen wir raus. Jawohl, aber alle Inhabs geholt. Ziggs holt den Xerath nochmal.
Oh Leute, schade. Ach, das ist ja nur ein normaler Drake. Kommt, gehen wir zum Baron. Okay, wollen sie anscheinend nicht. Zix voll die greedy Maschine hier. Steht aber auch 10-3 jetzt. Ich muss mich vorsehen. Wenn sie mich kriegen, bin ich auch down. Oh, gehe ich mit zum Baron. Das für mein Sonjas reicht, gehe ich auch erst nochmal weg. So, und jetzt gehen wir die Sache beenden. Mal sehen, ob die zwei das da schon alleine machen wollen. Er rettet die Kate nochmal. Jawohl, die stirbt. Ah, ich will raus. Ja, ich denke auch, das Game ist over. Obwohl ich da im Moment leider alleine jetzt nicht mehr machen kann. Ja, ich gehe auch nochmal weg. Auch wenn mein Team jetzt ohne mich beenden sollte. Aber das ist mir sicherer. Kein Mana mehr, kein Sonjas mehr. Six-Bombe trifft nicht. Aber jetzt, Kimmel holt sich einfach mal den Brand easy da raus. Das ist auch mal schön, ein Game, was ich nicht carryen musste, sondern wo ich mal ein bisschen gecarried wurde. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch ein wenig gefallen. Und wenn ja, schaut auch im nächsten Game wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ratten.